Von Hintertupfingen bis Winsenlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann. Ach ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich unseren neuen Jingle höre, den wir schon seit einigen Wochen jetzt in der Fernsehschatztruhe haben. Und hier ist auch die Fernsehschatztruhe. Mit fröhlicher Musik sind wir wieder da. Hallo Frank. Hi Alex, und wir sind mitten im Sommer 2022, also zumindest wenn wir das ja aufzeichnen. Wann du das hörst, das wissen wir natürlich nicht, aber wir sind ja auf allen möglichen Plattformen zu hören, egal ob über die Podcast-Portale, über YouTube oder mittlerweile auch über 30 Webradios. Also gerne mal nachhören unsere Interviews, denn uns gibt es mittlerweile schon seit 2 Jahren. Ja, und ich habe ganz bewusst das Stichwort musikalisch oder das Stichwort Musik in die Auftaktmoderation mit reingenommen. Denn heute hast du einen Gast. Haben wir eigentlich selten, aber er ist trotzdem Teil der Fernsehgeschichte mittlerweile, ne? Genau, denn er ist mittlerweile sogar über 80 Jahre, 82 Jahre lang, aber eine musikalische Legende auf der einen Seite und aber auch viel in der Moderation gearbeitet. Es ging als Schauspieler los in den 60er Jahren und dann hat er das Genre deutsche Country-Musik für sich entdeckt und hat ab Ende der 80er bei RTL Plus die legendäre Sendung Kilometer 330 moderiert. Und sein legendärster Titel war natürlich Teddybär 1-4, aber das sind nur Randnotizen. Ich freue mich gleich unheimlich auf ein Gespräch mit der Country-Legende Johnny Hill. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail@fernsehschatztruhe.de. Johnny Hill ist ein österreichischer Musiker und Entertainer. Zunächst arbeitete er als Schauspieler, ehe er dann von Lothar Odiers als Sänger entdeckt wurde. 1969 gelang Johnny Hill der Durchbruch mit dem Schlager Wieder in der Heimat. Mit dem Country-Song Ruf Teddybär 1-4 gelang ihm 10 Jahre später der endgültige große Erfolg, der ihm anhaltende Berühmtheit und Beliebtheit als Deutsch-Country-Sänger einbrachte. Ende der 80er Jahre präsentierte er in der auf ihn zugeschnittenen RTL-Musikshow Kilometer 330 über 3 Jahre lang Country-Musik. Einige Folgen wurden 1998 vom MDR wiederholt. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Johnny Hill. Ja, ich werde ihn gleich als erstes mal fragen, ob er diesen Begriff Legende überhaupt mag. Aber eigentlich ist er wirklich eine. Herzlich willkommen, Johnny Hill. Ganz, ganz herzlichen Gruß von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass wir zusammenkommen. Sehr schön, vielen Dank. Können Sie mit dem Begriff Legende was anfangen? Hört man das gerne oder klingt das, wie ein Kollege mal zu mir gesagt hat, klingt das eher so, als wäre ich schon gar nicht mehr da? Nein, ich habe damit kein Problem, weil es gibt ja viele, man kann ja locker dazu sagen, eine lebende Legende. Genau. Also wenn man so lange dabei ist und eigentlich noch relativ fit ist, muss ich jetzt einmal sagen, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Ja, genau, sehr schön. Ich darf das vielleicht gerne mal erwähnen, Sie sind ja mittlerweile über 80 Jahre und immer noch auf den Bühnen der Welt unterwegs. Und das, strengt das mittlerweile an, wenn man da wirklich so eine Stunde auf der Bühne steht? Oder sagen Sie, das ist doch immer so viel Spaß und so viel positive Emotionen, da spüre ich nichts, da geht es mir gut auf der Bühne. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin mehr oder minder 82 Jahre, ich fühle mich fit und wenn ich nicht Lust und Laune hätte, auf die Bühne zu gehen, dann würde ich das nicht mehr machen. Ich mache das aus Spaß, aus tiefer innerer Freude, meinem Publikum, meinen Geschichten zu erzählen. Und solange ich merke, dass die Menschen mir zuhören und nach 2 Stunden nicht genug haben, solange gehe ich noch auf die Bühne. Wenn ich das Gefühl habe eines Tages, dass das nicht mehr ist, dass das Publikum im Grunde genommen mir nicht mehr so lange zuhört, dann würde ich vielleicht sagen, das war's.
Okay. Unser Podcast heißt ja die Fernsehschatztruhen. Unsere Einstiegsfrage ist am Anfang an unsere Gäste immer: Was waren denn Ihre persönlichen Fernsehhelden, mit denen Sie aufgewachsen sind? Also als Jugendlicher, als Heranwachsender, gab es da besondere Sendungen, wo Sie gesagt haben, die haben mich ein Stück weit auch geprägt? Naja, mich haben natürlich alle die geprägt, die damals, wenn man überhaupt Fernsehen hatte, die im Fernsehen zu sehen waren. Tief geprägt hat mich zu der Zeit, wie er aufkam, gab es das Fernsehen in der Form natürlich noch nicht. Das war Elvis Presley, das war der Rock'n'Roll. Ich bin, wie der Rock'n'Roll kam, war ich 16. Wie James Dean kam, war ich 16,5. Das hat mich natürlich geprägt. Und später alle, die in dieser Richtung waren, also die man dann auch gelegentlich bei uns gesehen hat, Und von den Fernsehmachern, von den Großen, gehört für mich so zweifelsfrei einer wie Kuhlenkampf dazu oder Peter Frankenfeld, das waren, oder natürlich alle, die dann später kamen, von Dieter Thomas Heck angefangen bis heute zu Andy Borg oder Herrn Silbereisen. Also alles das hat mich schon immer wieder fasziniert, die Ausstrahlung, denn das war das Geheimnis für mich. Diese Menschen hatten eine Ausstrahlung. Da kam irgendwas rüber, was dich gefesselt hat. Mhm. Was ich heute bei manchen jungen Kollegen ein bisschen vermisse, diese Persönlichkeiten und diese Ausstrahlungen. Wissen Sie, ein Rex Gildo oder ein Roy Black oder ein, egal wen ich aufzähle, die hatten alle eine Ausstrahlung. Und die hatten eine immense Ausstrahlung, sonst wäre das Publikum nicht so begeistert mitgegangen. Ja. Das gibt heute natürlich auch es gibt heute auch Einzelne, die das haben, um Gottes Willen. Aber im Verhältnis sind es sehr wenig geworden. Ja, und es ist mittlerweile so, dass es oftmals gar nicht mehr so richtig die ganze Nation anspricht, oder? Wenn damals ein Peter Alexander seine Sendung hatte, dann haben das 70-80% der Fernsehzuschauer geschaut. Oder auch wenn ja, ein Kuhlenkampf, ein Hans Rosenthal gewesen ist, kann man sagen, natürlich, es gab damals nur 2-3 Sender, klar. Aber trotzdem haben die Künstler damals, ob Moderatoren, Entertainer, das Publikum auf eine gewisse Art und Weise schon gefesselt. Und das natürlich mit Ausnahmen, wie Sie gerade gesagt haben, aber im Großen und Ganzen fehlt da heute mal so ein bisschen was, oder? Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ja. Diese unheimliche Ausstrahlung. Wissen Sie, wenn ein Hans Rosenthal kam oder ein Rudi Carrell, da war man gefesselt. Da war man, ob man jetzt unbedingt ob das alles mein Geschmack war, was in der Sendung war, das ist die zweite Frage. Aber der Hauptakteur, der hat schon einmal sehr gefesselt. Und das war schon einmal die Erleichterung auch für die Künstler dann. Und weil eben dann die Künstler alles Persönlichkeiten waren, oder die meisten, auch hier waren nicht alle Persönlichkeiten, aber die Persönlichkeit macht's aus. Du musst auf der Bühne eine Ausstrahlung haben und dann strahlt dir das Publikum das auch zurück. Mhm. Und dieses Wechselspiel, das ist das, glaube ich, das Geheimnis eines Erfolges. Mhm. Plus das, und die Lieder müssen natürlich stimmen. Das ist auch, es muss authentisch sein. Ja. Ich persönlich habe immer versucht, authentisch zu sein. Ich bin ein Künstler, der Geschichten erzählt, Balladen erzählt aus dem täglichen Leben, die dir und mir passieren können, mit denen sich viele Menschen identifizieren können. Die sind manchmal heikel, manchmal sind das Themen, die sonst niemand anrührt, so wie ich das mache. Ich habe eben Themen angepackt, die eben nicht im Mainstream waren. Und ich war damit glücklich und mein Publikum auch. Aber das war ja mit Sicherheit auch ein Entwicklungsprozess, denn diese Authentizität, ist Ihnen das von Anfang an gelungen? Denn ich konnte ja nachlesen, man hat ja Ende der 60er, Anfang der 70er erstmal versucht, Sie so ein bisschen als Pendant zu Freddie Quinn zu etablieren. Haben Sie da gleich gemerkt, das bin nicht ich, ich bin kein zweiter Freddie, den gibt es ja schon? Richtig, genau so ist es gewesen. Durch Bekannte bin ich über den Produzenten von der Mary Rose, das war der Horst Heinz Henning, bin ich in die Branche gekommen und dort hat mich bei Studio B
in Hannover einen Mann angesprochen und hat mich gefragt, ob ich mich mit Herrn Olias mal unterhalten wollte. Und Herr Olias hatte sich damals von Freddy getrennt. Die beiden haben jeder seine eigene Wege gegangen. Und Olias war natürlich schon, das war schon etwas Großes. Man wusste schon damals, was der für Lieder geschrieben hat. Er war der Manager. Und der Olias hat eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, er hat nicht versucht, mich wie Freddy aufzubauen oder wie Freddy singen zu lassen, sondern er wollte so diesen Abenteurer, diesen Tramp, also der Freddy, das Maritime und ich sollte der Abenteurer sein. Aber es hat nicht zusammengepasst. Ich war es nicht und auch der Olias war das nicht für mich. Und ich habe früh gemerkt, dass wir keinen gemeinsamen Weg gehen können, keinen langen. Wir sind 2 Jahre zusammen gewesen, dann habe ich mich von ihm getrennt und habe dann im Laufe der Jahre immer wieder mit Produzenten zusammengearbeitet. Ich habe einen Versuch gemacht, der interessant war, das war mit Christian Brunn, dem ehemaligen GEMA-Chef und ganz großen Komponisten. Mit dem habe ich schon ganz frühzeitig versucht, Country-Musik auf Deutsch zu machen, weil der Rock'n'Roll und die Country-Musik sind für mich verwandt und das hat mir schon gefallen, die schönen Gitarren, die schönen Instrumente, alles Natur gespielt und alles live gespielt, aber die Zeit war noch nicht reif und in der Zeit habe ich mich natürlich entwickelt. Das heißt, ich habe dann schon versucht, eigene Wege zu gehen. Ich stehe zu meinen Seemannsliedern, ich habe Seemannslieder gesungen, ich habe Volkslieder gesungen. Das macht alles nichts. Als Sänger habe ich eben heute damals ein breites Spektrum gehabt. Aber ich habe immer im Kopf gehabt, auf meine Art Country-Musik zu machen, nämlich Geschichten und Balladen so zu erzählen, dass mein Publikum das auch versteht. Nämlich in der schönsten Sprache der Welt, in meiner Muttersprache. Für mich die schönste Sprache der Welt. Mhm. Nämlich auf Deutsch. Und das war natürlich, das war schwierig. Das haben wir aber dann aufgemacht, hat das dann eben Gunter Gabriel mit seinem Erfolg Truckstop und dann kam ich glücklicherweise auch noch mit Teddybär und dann war natürlich ein Weg vorgegeben, ganz klar. Mit Teddybär war es so, dass es eigentlich gerade dahin lief, muss ich sagen. Es ging ja schon ein paar Jahre früher los und zwar als Schauspieler. Sie haben kleine Rollen am Theater gespielt oder auch eine Nebenrolle im 1962er Spielfilm Auf Wiedersehen am Blauen Meer. War die Schauspielerei zu dem Zeitpunkt etwas, was Sie sich auch noch verstärkter haben vorstellen können oder war es immer die Musik, der Gesang, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt eine kleine Zwischenstation, aber mein Ziel ist ein anderes? Naja, durch das, dass ich, was ich vorhin schon erwähnt habe, durch diese Berührung mit so Leuten wie mit, also durch Filmberührungen, wie mit Jane, habe ich natürlich gedacht, das kannst du auch. Du kannst auch Schauspieler werden und bin auch Schauspielschule gegangen, habe dann mit einem Bauerntheater 4 Monate bin ich herumgetourt und habe den jugendlichen Liebhaber gespielt. Aber ich habe ganz frühzeitig gemerkt, dass das doch nicht mein Ding ist. Ich habe zwar in den Pausen manchmal gesungen, aber ich habe früh gemerkt, dass ich mit dem Singen das besser transportieren kann, was ich transportieren möchte, nämlich diese Gefühle, als Schauspieler. Weil als Schauspieler musst du in eine Rolle hinein und musst dessen Gefühle weiterbringen. Als Interpret und als Sänger kannst du deine Texte schreiben und kannst diese Gefühle transportieren. Also das war ein Entwicklungsprozess, der auch gut war und der gesund war. Ich habe eben dann frühzeitig schon mich mit der Singerei beschäftigt. Also ich habe zwar ein Loch gehabt, wo ich ganz was anderes gemacht habe, von ungefähr 20 bis 30, aber so ab 28 wusste ich ganz genau, das Singen ist mein Weg. Ja, wobei man ja gerade in diesen Filmen der 50er und 60er oftmals ja Sänger platziert hat in diesen Filmen, um Titel noch bekannter und berühmter zu machen. Sie liefen dann im Kino und haben sich danach dann ja auch wie geschnitten Brot verkauft. Das war ja so ein bisschen das Konzept dieser Filme. Genau, deswegen. Und Freddy hat es ja ähnlich gemacht. Auch Freddy war ja in vielen dieser Filme in den 50er und 60ern vertreten. Sie haben gerade schon natürlich, kann man schon sagen, ihrem bekanntesten Titel, Ruf Teddybär 1-4, erwähnt.
Da kommt mir natürlich ganz schnell die Frage, ist der Fluch oder ist der Segen? Weil gerade das deutsche Publikum neigt natürlich immer so ein bisschen gerne zum Schubladendenken. Das höre ich immer wieder von Künstlern, dass sie sagen, wenn ich einmal auf diese Sparte, auf dieses Genre festgelegt bin, da komme ich ganz schlecht raus. Ob es Roy Black ist mit Guns in Weiß und wie diese Titel alle heißen, sie in Anführungszeichen verfolgen einen jahrzehntelang. Also was würden Sie sagen, Fluch oder Segen? Also ich als Segen, und ich muss Ihnen sagen, mir konnte nichts Besseres passieren, als diese Geschichte erfolgreich zu machen. Vom ersten Tag an hat es mir das Arbeiten erleichtert, hat mir die Herzen der Menschen nahegebracht. Ich habe sie mit dem Lied berühren können, das, was ich immer wollte. Und ich sage Ihnen, ich habe überhaupt kein Problem, das immer wieder zu machen. Und es gibt kein Konzert, ohne dass ich käme gar nicht von der Bühne runter. Die würden mich steinigen, wenn ich beim Konzert nicht Teddybär machen würde. Teddybär war ein Segen. Und jetzt zur Schublade. Wissen Sie, es ist einfach so, das ist nicht nur bei uns so, das ist überall auf der Welt so. Wenn Sie eine Schublade aufziehen, dann sitzt dem einer drinnen, der diesen Bereich besetzt. Verstehen Sie? Der Peter Alexander, der war eben der Entertainer, der fast Operettenhafte, der von dort ja auch kam, der Lockere, da hast du die Schublade auf, da war der drin. Und der Coolen, ich spreche jetzt von Moderatoren, der Coolenkampf, das war der verschmitzte, leicht intellektuelle, und der Rudi Carell war wieder ein Typ, wieder ein anderer Typ, und Herr Rosenthal, und da machst du die Schublade aus und da sitzt der drin. Und so ist es bei den Sängern auch gewesen. Oder ist immer noch so, wenn du die Schublade aufmachst und du willst einen haben, der ein bisschen rockig ist und ich sage Ihnen mal, anders ist als die anderen, dann hast du den Herrn Gabalier und es gibt keinen zweiten. Also ich finde das kein Nachteil. Ja. Und auch in der Country-Szene, wir sind alle ganz verschieden. Der Tom Astor ist ganz anders, der Gabriel war anders, Truckstop waren anders, ich bin anders. Und wenn du die Schublade aufmachst, natürlich sitzen wir in der Schublade Country drinnen. Ja, das ist aber nichts Schlimmes. Das empfinde ich überhaupt nicht als negativ. Im Gegenteil. Das Publikum sucht sich schon das raus, was sie hören wollen. Ja, aber wir nehmen nochmal das Beispiel Roy Black, von dem er ja sagt, dass er eigentlich sein Leben lang ein verkannter Rock'n'Roller war und das gerne auf der Bühne gemacht hat und dann mit Anfang 20 ganz in Weiß gesungen hat, wo er später in Interviews gesagt hat, da habe ich noch nicht ansatzweise ans Heiraten gedacht, aber man hat das von mir verlangt, immer und immer und immer wieder, und eigentlich hätte ich gern was anderes gemacht. Gut, er konnte das dann auf Tourneen manchmal ausleben, indem er gesagt hat, da reserviere ich mir so einen kleinen Block. Da spiele ich mal 3-4 Titel, die nicht aus meinem normalen Repertoire sind. Heißt das aber, man muss sich am Ende auch bei Produzenten durchsetzen und sagen, ich möchte gerne in eine andere Richtung gehen? Oder muss man sagen, nein, das ist die Schiene, in der du erfolgreich bist und wir sehen ja, was du bisher verkauft hast. Also bleib mir dieser Schiene treu. Und entweder du möchtest erfolgreich sein und schluckst das oder halt nicht. Ja, das ist aber auch eine ganz persönliche Sache. Das ist eine persönliche Sache zwischen Künstler und Produzenten. Das ist eine persönliche Sache vom Künstler. Also ich konnte das nie verstehen, weil Roy Black hätte zum Beispiel, so wie ich das mache, ich mache, sagen wir mal, flottere Lieder und ich mache langsame Lieder, aber Teddybär kommt zum Schluss. Das hätte er auch so können. Das ist eben dann der Höhepunkt. Und damit verbinden dich die Leute. Ich gehe ja nicht raus und singe als erstes Teddybär. Dann haben sie ja alles gehabt, was sie haben wollten, oder das Wichtigste. Und ich habe das bei Roy nie ganz verstanden. Ich habe das natürlich akzeptiert, weil das ist seine persönliche Entscheidung gewesen. Ich weiß auch, dass er unglücklich war und dass er lieber Rock'n'Roller geworden wäre. Aber dann hätte er vielleicht von Anfang an den Guns in Weiß nicht machen dürfen. Weil sein Typ, er war ihm auch ein wirklich ein schöner Typ, das kann ich ruhig als Mann auch sagen. Er war ein hübscher Junge. Und das Rock'n'Roll-Image hätte auch gar nicht zu ihm gepasst, von der Optik her. Ich konnte das bei ihm nie ganz verstehen. Ich wusste das. Ich habe aber mit ihm darüber nie gesprochen. Aber
das war eine persönliche Sache, die er halt nicht verarbeitet hat. Mhm. Ich habe damit kein Problem. Also ich sage, ich werde immer wieder Teddybär machen und ich werde immer wieder Lieder machen, die die Menschen berühren. Das ist ja auch der Grund. Ich habe ein neues Album gemacht. Da habe ich mir auch einen Kopf gemacht. Singst du jetzt Lieder, wie du, die du gesungen hast, wie du 50 warst oder 40 warst? Oder singst du jetzt einmal Lieder, die man singt, wenn man eben 80 ist oder über oder 70 oder über 80? Und da macht man sich natürlich über andere Dinge im Kopf. Also als junger Sänger, da singt man von Träumen, von was weiß ich, von Stimmung, von Party, von Ibiza, von Mallorca. Und ich in meinem Alter hab mich natürlich gefragt, als sage ich jetzt als Titel, das ist der Titel meiner neuen CD, sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Bleibt denn überhaupt was? Was war wichtig, was war nicht wichtig in meinem Leben? Darüber habe ich mir einen Kopf gemacht. Aber das muss jeder selber machen. Und dann, Gott sei Dank macht jeder auf seine Art sich selber Gedanken über sein Repertoire. Sonst braucht man ja nur einen Sänger, der ein Lied singt oder eine Richtung singt. Ja, also über das neue Album sprechen wir natürlich gleich noch. Ich möchte ganz kurz vorher noch eine Dekade ansprechen, die, denke ich mal, auch einen ganz besonderen Stellenwert bei Ihnen hat. Als es nämlich 1989 bei RTL Plus losging mit Kilometer 330. Und wie muss ich mir das vorstellen? Gab es diesen berühmten Anruf von Dr. Thoma, der gesagt hat, wir möchten gerne Country-Sendung machen? Oder wie kam es zu der Idee überhaupt? Nein, zur Idee kam es, dass wir zusammen, der Bernd Jost damals, der mit der Elke Bricht, die war Redakteurin bei RTL, befreundet war, und wir zusammen in der Lüneburger Heide herumgesponnen haben, was könnte man machen, dass man Country-Musik auf Deutsch macht. Und dann hat die Elke Bricht das durchgebracht. Damals gab es den Edi noch und der Edi hatte eine Volksmusiksendung und es wurde verabredet, dass eine Volksmusiksendung dazu verwendet wird, nicht Volksmusik zu machen, sondern Country zu machen. Und die lief gleich so gut an. Und daraus wurden dann über 60 Fernsehsendungen in den großen Hallen, in allen, in der Westfalenhalle und überall waren wir in den großen Hallen. Und es hat sich eine Szene entwickelt, die es vorher nicht gab in der Form. Es gab ein paar Country-Sänger, aber über die Sendung, die ja immer populärer wurde und die in ihrer besten Zeit für damalige Verhältnisse auch sensationell, obwohl es nicht so viele Sender gab, 2 Millionen Zuschauer hatte. Das war gigantisch. Auch damals die Platten, die sind weggegangen, weil wir Country auf Deutsch gemacht haben. Das heißt, wir haben eine Musik so gemacht, die Menschen eigentlich lieben, weil sie ins Ohr geht, aber jetzt auch noch verständlich wurde. Das heißt, nicht, wissen Sie, ich sage vorsichtig geschätzt, 80-90% der Menschen, die Country-Musik hören, die verstehen nur einen Teil des Textes. Aber wenn du den ganzen Text verstehst, dann verstehst du auch, warum die Country-Musik in Amerika so populär ist, weil sich alle sozialen Schichten mit den Geschichten identifizieren können. Und daraus ist diese erfolgreiche Sendung entstanden. Abgesetzt wurde sie deshalb, weil RTL dann nach 10 Jahren circa beschlossen hat, alle Musiksendungen zu canceln. Mhm. Da fiel Heino drunter, da fiel der Stadler der Steiner mit seinem Stadl drunter, da fielen viele drunter. Alle Sendungen wurden gecancelt und man hat dann nach 10 Jahren erst dann wieder angefangen mit Deutschland sucht den Superstar, was ja auch sehr erfolgreich war. Aber die Country-Musik hat sich schwer. Ich habe es dann noch einmal beim MDR mit 12 Sendungen versucht. Wir haben auch die Quote erreicht, aber es hat halt aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht weitergezogen und nicht durchgezogen. In der Zwischenzeit, muss man natürlich sagen, gab es viele, viele andere Sender und die Zeiten haben sich auch geändert. Das wird es immer wieder geben. Es gibt immer ein Auf und Ab. Es ist wie eine Welle. Unsere Branche, seitdem ich in dieser Branche bin, und das sind ja jetzt schon ein paar Jahre, es geht immer wie eine Welle. Rauf und runter, rauf und runter. Einmal mehr Deutsch, einmal weniger Deutsch. Einmal mehr rockig, einmal weniger rockig. Einmal mehr Balladen, einmal weniger Balladen. Das ist, seitdem ich in diesem Geschäft bin.
Ich habe mir in den letzten Wochen auch mal ein paar Folgen angeguckt von Kilometer 330 und mir ist aufgefallen, klar, es gab diese Hallenausgaben, sie waren aber auch oft auf irgendwelchen Trucker-Festivals unterwegs, haben von da die Sendungen moderiert. Es war immer eine ganz besondere heimliche Stimmung, fand ich. Also, dass einfach, dass ein riesengroßes Familienfest war. Und was mir aufgefallen ist, es waren natürlich die etablierten Künstler da, aber ich glaube, es war auch immer wichtig, auch Newcomer der Szene vorzustellen, oder? Ja, mussten wir ja, weil sonst wären ja immer die gleichen in der Sendung gewesen. Was es ja heute auch in vielen Sendungen gibt, wo immer wieder die gleichen Künstler auftreten. Also wir haben immer wieder versucht, neue Leute reinzuholen, etwas auszuprobieren. Und was die Country-Szene betrifft, wissen Sie, ich bin 50 Jahre bin ich in der Country-Szene mit dabei. Ich trage keine Stiefel, ich habe keine Fransen, ich habe keinen Hut, aber ich erzähle eben meine Balladen. Aber ich habe in diesen ganzen Jahren auf einem Country-Festival nie eine Streiterei, nie besoffene Randale oder sonst irgendwas erlebt. Es ist eine große Familie, die sich zusammen mit der Musik wohlfühlt. Und das haben wir damals mit Kilometer 330 ganz, ganz hervorragend erreicht. Mhm. Da bin ich auch ein bisschen stolz. Und bin manchmal ein bisschen traurig, dass es sowas nicht mehr gibt. Das stimmt. Direkt danach ging es heute, dann haben Sie zweimal am Grand Prix der Volksmusik teilgenommen. Jetzt würde ich erstmal denken, passt denn das überhaupt? Aber das war auch eine Möglichkeit, nochmal einen Titel zu präsentieren, der anders war als die anderen Künstler, die dort wirklich Volksmusik und Schlager präsentiert haben, oder? Na, natürlich. Und es gab, war natürlich auch ein bisschen eine Verbeugung vor Hamburg damals. Ich habe mich da beteiligt, weil der Titel mir gefallen hat. Wissen Sie, es gibt auch Musik, außer der Country-Musik, die mir gefällt. Also wenn eine Musik oder wenn ein Stück gut ist und wenn es musikalisch gut ist, dann gefällt mir das auch. Und ich bin nicht mit der Klassik groß geworden, aber durch meine Frau bin ich ein bisschen an die Klassik herangekommen, höre ich mir auch an. Ich höre mir auch einmal ein gutes Volksmusikstück an. Oder wissen Sie, die Ursprungburm aus dem Zillertal, das ist nicht unbedingt meine Musik, die ich jeden Tag höre, aber es gibt gewisse Titel, die ich höre, also habe ich damit kein Problem. Ich habe ein breites Spektrum an Musik, die ich höre, und habe eigentlich nie ein Problem gehabt, auch ein breites Spektrum als Interpret zu haben. Ich kann auch ein Volkslied singen, das muss nicht unbedingt im Country-Stil sein, aber es muss im Grunde genommen, es muss nach Johnny Hill klingen, um das geht's. Mhm. Sie haben gerade von Verbeugung gesprochen, war es das auch, als Sie 2011 ein Album rausgebracht haben mit den schönsten Liedern von Freddie Quinn, auch eine Art Verbeugung? Na, das ist, ich war immer der Meinung, dass er ein ganz großer Interpret ist, der in seiner Stimme etwas hatte, das in den Herzen der Menschen was zum Klingen gebracht hat. Ich habe ihn auch kennengelernt, weil wir zufälligerweise denselben Verleger hatten. Also ich war immer ein Fan. Ich war kein verrückter Fan, aber ich habe ihn immer verehrt und ich habe ihn immer geschätzt. Und dann hat er Geburtstag gehabt und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du diese schönen Lieder noch dazu, wo wir einmal den gleichen Produzenten hatten, könntest du diese schönen Lieder als Hommage an ihn noch einmal singen, modern und neu, ein bisschen neuer aufgenommen, und das habe ich gemacht. Und ich habe auch im Fernsehen zweimal zwei Lieder für ihn gesungen, Lieder von mir, die ich umgeschrieben habe. Es gab ein Lied, das hieß "Wer wie ich viel unterwegs war, hat wie ich vieles erlebt". Habe ich einfach ein Lied rausgeschrieben, habe einen Text umgeschrieben, weil es Lied von mir war. "Wer wie er viel unterwegs war, hat wie er vieles erlebt". Und dann von ihm aufgezählt, Zirkus und Seefahrt und Reisen und so weiter und so fort. Finden Sie es schade, dass er sich jetzt schon einige Jahre zurückgezogen hat, weil er dem Publikum eigentlich noch so viel geben könnte? Oder sagen Sie, das akzeptiere ich, das ist eine persönliche Entscheidung und das sollte man respektieren? Aber ein bisschen Wehmut klingt manchmal vielleicht mit. Also ich finde es schade. Ja. Ja, gut, das hängt damit zusammen, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Ob man A, persönlich das noch will, ob man noch Lust hat, ob man noch Spaß daran hat, ob man auch daran glaubt, dass das Publikum
denselben Spaß noch hat, das ist eine ganz freie Entscheidung, die ich voll und ganz akzeptiere. Aber bei jedem würde ich die, nicht nur bei Freddy, ich würde die bei jedem akzeptieren. Also auch wenn einer 40 ist und sagt, also das war's, ich habe mein Leben damit erfüllt und jetzt mache ich Schluss, ist in Ordnung, soll er Schluss machen. Dann kann man als Fan traurig sein oder dem nachweinen, aber als Kollege kann man nur sagen, okay, der hat eben so entschieden, er wollte nicht mehr. Gab ja immer wieder welche, die dann irgendwann mal gesagt haben, so, ich habe viel erreicht, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's mir, mache ich was anderes. Mhm. Ihr vorletztes Album, das 2017 erschienen war, heißt Mein Herz für Tiere. Wie wichtig sind Ihnen Tiere und wieso war es wichtig, das in einem Album zu verarbeiten? Das kann ich Ihnen sagen. Ich war im Zillertal und da war eine Journalistin aus München von einer Tierzeitung und ich war in einer Hundepension. Eine Freundin von mir hat im Zillertal, in Riedl im Zillertal, ein Hundehotel. Und dort war ich mit meinem kleinen Hund. Ich habe einen Polonka Zwettner. Und dann sagte ich, warum schreiben Sie denn nicht einmal ein Hundelied? Und dann, ich habe da eigentlich zuerst gar nicht drauf reagiert. Und bei der Nachhausefahrt habe ich mir überlegt, ich habe ja eigentlich schon 4 Hundelieder geschrieben, so im Laufe der Zeit. Einmal da und einmal dort. Aber du könntest eigentlich einmal auch, und dann habe ich noch, da ist mir noch eingefallen, Mensch, du hast ja noch ein altes Pferdelied von Trafi Deutsch einmal angeboten bekommen. Und für den Didi Hallervorden habe ich den tierischen Tango, den Schweinetango selber geschrieben. Also da habe ich mir gedacht, du könntest eigentlich eine CD machen, weil ich Tiere mag. Jedes Tier. Ich bin ein Tierfan, egal was. Ich bin auch Botschafter, 4-Pfoten-Botschafter in der Schweiz für diese Tierschutzorganisation. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir dann gedacht, aber du hast kein Katzenlied, also habe ich mir ein Katzenlied geschrieben. Und so habe ich so alles zusammengesucht und daraus ist eine CD geworden. Und was kann man wie kann man es besser ausdrücken, als zu sagen, mein Herz für Tiere? Mhm. Weil das drückt das eigentlich aus. Und das habe ich dann veröffentlicht. Und da, ich konnte natürlich nicht über alle Tiere schreiben, aber ich habe mir eben ausgesucht. Hund, Katze, Schwein, Pferd. Also, das reicht ja fürs Erste. Haben wir fast einen ganzen Zoo zusammengesungen, sozusagen. Ja. Also, und dann sind meine 3 Teddybären, Teddybär 1, Teddybär 2, Teddybär 3, das sind ja eben, die Bären sind ja auch Tiere. Und die habe ich da auch noch draufgepackt. Mhm. Die gibt es da drauf auch noch. Also, das nur am Rand. Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, jetzt erscheint ganz aktuell Ihr neues Album. Sag, wer vermisst mich, wenn ich gehe? Das klingt so ein bisschen für mich danach, wenn ich den Titel höre, das könnte jetzt auch das letzte Album sein. Hat man diese Gedanken im Kopf gehabt? Das wäre ein würdiger Abschluss? Jein, muss ich sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man älter wird, dann beginnt man über andere Dinge nachzudenken, habe ich schon vorhin erzählt. Zum Alter braucht man Mut, da kommen Dinge und Überraschungen, über die man als junger Mensch gar nicht nachdenkt. Und wenn man eben über 80 ist, dann fragt man sich schon, bleibt von dir was, denkt jemand noch einmal an dich, wenn du vielleicht einmal nicht mehr bist. Vielleicht ist es das letzte Album, aber da lege ich mich nicht fest, weil ich nicht weiß, wie gesund und wie gut ich beisammen bleibe. Ich habe zwar jetzt Corona gehabt, habe die Corona-Zeit genützt, die auf der einen Seite was Gutes hatte oder zuerst was Schlechtes hatte, nämlich die Gesundheit, die gefährdet war. Aber das Gute war natürlich auch die Zeit. Und in der Zeit habe ich mich hingesetzt und habe mir eben einen Kopf gemacht über verschiedene Alben oder über verschiedene Ideen. Und das Wichtigste ist, ich bin seit 56 Jahren mit meiner Frau Heger verheiratet und die ist mit mir durch dick und dünn gegangen, denn mein Weg war ja nicht eine glatte Autobahn, das ging schon rauf und runter und rauf und runter und hin und her. Und da habe ich mich auch einmal auf die Art und Weise ganz intensiv bei meiner Frau bedankt und habe sie natürlich auch in diese Lieder insofern mit einbezogen, als dass ich sie für sie auch in erster Linie gesungen habe. In zweiter Linie auch für mein Publikum, wenn einer sich damit auch wohlfühlen kann, was ich erzähle. Aber ich habe mir natürlich auch den Kopf gemacht, ich sage jetzt ein Beispiel, denn es gibt nichts mehr, was ich machen muss. Es gibt nichts mehr, was ich machen muss, außer mit meiner Frau friedlich
und glücklich noch ein paar Jahre zu verleben. Also ich kann noch was machen, aber ich muss nichts mehr machen. Mhm. Beruflich meine ich. Mhm. Und, so, und da habe ich auch noch gute Leute gefunden. Ab den Matze Roschka, ist der Produzent von Herrn Gabalier, der hat mit mir ein sehr schönes Lied gemacht zusammen. Und der Sigmar Strecker ist ein sehr, sehr guter deutscher Songschreiber. Mit dem habe ich zusammen Texte oder aber Musiken gemacht, Texte weniger, Texte habe ich die meisten ich gemacht. Und Bernhard Becker war jahrelang mein Produzent oder ist mein Produzent aus Hamburg. Ja, mit dem habe ich auch zusammengearbeitet. Also ich habe mir gute Leute geholt und wir haben in Ruhe, fast 2 Jahre jetzt gebraucht dafür, in Ruhe, glaube ich, ein schönes, interessantes Album. Aber ich muss es betonen, es ist ein Stimmungsalbum, aber kein Stimmungsalbum für nur Fröhlichkeit, sondern für die Nachdenklichkeit. Es ist ein Album zum Hören. Ich habe ein Höralbum gemacht. Viele machen ja Schlageralben, da kann man klatschen, kann man tanzen, kann man alles Mögliche machen. Ich habe eins gemacht, nur zum Hören. Da muss man sich hinsetzen, da hört man sich das eine, dann hört man sich einmal das andere an. Ein Höralbum habe ich gemacht. Mhm. Gibt es auf diesem Album einen Titel, wenn Sie sich das heute anhören, was Sie besonders emotional berührt? Ja, würde ich sagen. Deshalb haben wir den auch als Single ausgekoppelt. Freunde, Liebe, Abenteuer. Denn in so einem Leben triffst du viele Freunde. Du hast das Glück der Liebe. Du erlebst viele Abenteuer. Aber es gibt auch dann die Vergangenheit. Das heißt, es verschwindet der eine oder der andere geht. Da wird man schon ein bisschen nachdenklicher. Mhm. Und zweite, das habe ich mit dem Matze Roska und mit der Frau Olager zusammengeschrieben, das ist, dass es eben manchmal vorkommt, dass man sich vornimmt, sich mit jemandem zu treffen, den man seit vielen Jahren kennt, dass man das immer wieder verschiebt. Und wie der Teufel ist, eines Tages kommt es dazu nicht mehr, weil es den nicht mehr gibt. Auf das Leben. Der Gedanke war, im Grunde genommen, es wäre so leicht, einmal mit jemandem zu sagen, komm, lass uns schnell einmal auf ein Bier gehen, dass man sich wieder sieht. Aber man verschiebt es immer vor sich her. Und wenn es nicht gut läuft, dann kommt es dazu eines Tages vielleicht nicht mehr. Mhm. Das sind die Gedanken, die ich so gehabt habe, auch bei dem. Und das ist auch ein Lied, das ich sehr emotional finde. Ja, und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich finde ein Album, wie Sie schon gesagt haben, was eigentlich nicht dafür taugt, es nebenbei zu hören, sondern was man sich bewusst anhören sollte, weil da viele Botschaften und viele Geschichten erzählt werden, die man mit Sicherheit auch ins eigene Leben projizieren kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, wünsche weiter natürlich erstmal viel Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und dann natürlich, dass dieses Album ein Riesenerfolg wird. Ich sage ganz lieben Dank, Johnny Hill. Ich sage auch ganz herzlichen Dank und grüße ganz, ganz herzlich alle Ihre Hörer. Ihr Johnny Hill. Bleiben Sie gesund und allzeit gute Fahrt. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retro-Kosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald. Von Hintertupfingen bis Winsenlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.